Hey, ja, meine lieben Leute, der Boy begrüßt euch mal jetzt in der Küche. Ja, ich habe mir hier ein bisschen was vorbereitet für die Marinade. Wie man schön sieht, sind Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, bisschen Sahne, Salz, Vegeta-Gewürz, dann noch so ein Arriva Mexicano. Kein Plan, Alter, was das ist, aber schmeckt auf jeden Fall geil. Hier ein bisschen Honig, Salz. Hier Zitronensäure und ein bisschen Essig. So, dann fangen wir doch mal an, ne? Ach shit, da fehlt doch was. Ein paar kleine Tipps würde ich euch mal ein bisschen geben. Und zwar, wenn ihr ein bisschen Aroma von Knoblauch haben wollt, wie ich das nenne, Knobelbauch, dann gebe ich euch einen Tipp. Schneidet die nicht zu, sondern zerdrückt die. Ihr nehmt ein Messer flach, am besten nehmt ihr ein dickeres als das und dann drückt ihr einfach so drauf. Dadurch habt ihr halt besseres Aroma. So. Die Paprika schneidet ihr am besten so, dass ihr die halt noch auf den Spieß bekommt für Schaschlik. Die Zwiebeln, gebe ich euch einen Tipp, macht hier diese schöne Klaue. So nach dem Motto. Aber naja. So, damit ihr euch nicht schneidet. Und das Messer hält ihr immer hier entlang. So. Weil dann schneidet ihr auch keinen Finger ab. Und aufpassen auf den dicken hier. Der muss immer innerhalb der Hand halt sein und nicht so. Weil die meisten machen den Fehler. Die schneiden zwar so, aber lassen den Finger dann so und schneiden den ab. Deswegen immer aufpassen. Ja, das packt ihr alles hier schön rein. Ja, am besten nicht so werfen, sonst kriegt ihr Pfanne gegen Kopf von eurer Mama. Dann sehen wir uns gleich. Ich schneide erstmal ein bisschen Fleisch vor, dann sehen wir uns. Ja, also ich habe mir jetzt das Fleisch erstmal vorgeschnitten. Ein kleiner Tipp dafür ist halt, dass man immer so schön so mundgerechte, sagen wir mal, wenn man ein Riese ist, ist das mundgerecht, aber für mich jetzt nicht, weil dann werden die auch durch und ja, sowas zum Beispiel ist perfekt. Und die Sache ist die, zum Beispiel solche weißen Stellen, das ist ja Fett. Die könnt ihr jetzt entweder rausschneiden, aber ich gebe euch einen Tipp und zwar lasst die drin, weil dadurch kriegt ihr den besten Geschmack vom Schaschlik her. Jetzt kommen wir zum Marinieren. Ihr holt euch einen Bottich, gönnt euch mal ein bisschen Zwiebeln. So, einfach so rein. So. Nichts, also gucken, dass nichts daneben geht. So, ein bisschen Zwiebeln. Bisschen Paprika, einfach so rein. Jetzt ein bis zwei hier von den Knobelbauchs. Am besten auseinander machen, weil je mehr Aroma ihr habt, desto geiler wird der Schaschlik. So, dann gönnt ihr euch einfach mal Fleisch. Bam, 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 bam. So schön Fleisch wie möglich. So. Zack, zack. Zack, zack. So. Jetzt fragt ihr euch, wozu die Sahne? Und zwar, ich mache das immer so, dass ich Zwiebelsahnesoße mache. Ihr könnt auch dazu ein paar, na, wie heißen die? Die scheiß kleinen Dingern. Ah, Pilze heißt das. Ihr könnt euch ein paar Pilze reinballern. Das reicht natürlich auch. Weil Pilze sind nie verkehrt. Könnt ihr euch auch gönnen. Wieder ein paar Zwiebeln. Schön schichtweise arbeiten. Fleisch, Zwiebel, Paprika. Eine bis zwei von den kleinen Bastarden hier. Fleisch. Jetzt macht ihr das wieder zu. Jetzt kommt der lustige Teil. In der Würze liegt die Fürze. Oder auch andersrum. Gut. Look at the flick of their wrist. Look at the flick of their wrist. Look at the flick of their wrist. Look at the. Oh Scheiße, meine Mom bringt mich um, Mann. So, jetzt nehmt ihr das und rührt das so schön um. Ihr müsst das Fleisch massieren. Ihr müsst das Fleisch fühlen. Ihr müsst das Fleisch riechen. Ihr müsst das Fleisch sehen können. Deswegen schön riechen mit Gefühl, Digga. Mit Gefühl. Gott, bin ich ein verrückter Mongo, Alter. So sieht das aus.
könnt natürlich jetzt mehr Sahne dazu tun, das ist je nach Geschmackssache. So. Das wäre jetzt Nummer 1. Die mache ich jetzt nur stur mit Zwiebeln. 1 bis 2 Paprikas. Kleiner Knoblauch. Ein bisschen Knoblauch rein. Dann jetzt das Fleisch. Packt euch ruhig ein bisschen mehr. Jetzt kommt der Essig dazu. Hier, Essig. Ich werde gleich wahrscheinlich schreien wie ein kleines Mädchen. Weil die Sache ist die. Ich habe kaputte Hände, Alter. So, hier darf natürlich auch nicht Salz fehlen. Ah, meine Hände brennen so! Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es schon fertig wird, bevor ihr es auf den Spieß tut. Wegen dem Essig. Der Essig hat die besondere Eigenschaft, wenn man damit übertreibt, dass es schon fertig kocht. Die wische ich mal hier kurz ab. Bevor es meine Mama sieht, sonst gibt sie mir einen Pfannenschädel, Alter. Dann liege ich erstmal 3 Jahre. Und jetzt kommt die letzte Marinade. Und das ist meine eigene. Und zwar, ihr nehmt den Rest, der noch übrig ist, packt so viel Zwiebeln wie rein, also den Rest, den ihr habt. Packt ihr noch den Rest mit Zwiebel und diese Paprika, Zwiebel und Knoblauch, ne? Das wird super lustig. Das werden viele nicht verstehen. Ja, das wird vielleicht für die meisten ein bisschen ekelhaft. Ihr gönnt euch Honig. Das gönnt ihr euch hier. Typische 200 ml Glas. 200-250. Und jetzt gönnt ihr euch Curry Ketchup. Curry Ketchup delikat. Jetzt ballert ihr den so voll wie möglich. So, das ganze Glas hier rein. Das ist egal, wie viel Fleisch ihr habt. Einfach so ungefähr diese 250 ml und auf 3 Teelöffel Honig, so ein Glas. Jetzt gönnt ihr euch eure Hände und dann massiert ihr rein. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man auf den Geschmack erstmal gekommen ist, dann will man immer mehr. Ja gut, dann sage ich mal so, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Das ist jetzt erstmal Part 1. Das war nicht ich, das war meine Hand. Das war jetzt erstmal Part 1. So sieht das Ganze aus. Ne? Sehr appetitlich. Na gut, meine lieben Leute. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Ne? Wir sehen uns im nächsten Video. Ne? Peace out. Passt auf euch auf.